Prost. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Tag ist viel von Krisen die Rede. Von der Klimakrise, von der Krise der Demokratie. Ich sehe auch das Internet in einer Krise. Das frühe Internet, wir hätten es beschrieben mit einem Wort: Dezentralität. Die globale Vernetzung von Computern, das war und das ist revolutionär. Es hat Wissen demokratisiert. Wissen ist Macht in einer Wissensgesellschaft. Klassische Medien haben ihre Funktion als Relevanzfilter verloren. Jeder Mensch, der Zugang zu Computern und Internet hatte, konnte zum Medium werden, kann das auch heute noch und so eine Stimme bekommen für diejenigen, die bis dahin keine hatten. Viele neue Geschäftsmodelle sind entstanden, von E-Commerce bis Social Media. Das frühe Internet, es stand auch für Kreativität und Innovation. Heute erleben wir im Internet gigantische Monopole, vor allem aus den USA. Google, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft. Sie haben gemeinsam einen Marktwert, der so groß ist wie die gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands im Jahre 2018. Dass wir es uns noch mal vor Augen führen. Facebook hat allein 2,4 Milliarden Nutzer und WhatsApp gekauft. Das sind noch mal 1,6 Milliarden Nutzer und will gerade weltweit eine elektronische Währung, den Libra, einführen. Egal, ob wir suchen, ob wir einkaufen, ob wir soziale Kontakte im Internet pflegen, alles ist monopolisiert. Die Politik weltweit liest zu, dass es zu einer gnadenlosen Kommerzialisierung selbst menschlicher Beziehungen im Internet kam. Ich halte das für gefährlich. Die bisherige Governance hat schlicht versagt. Das Internet, es ist in einer Krise. Monopole behindern den Wettbewerb. Sie kaufen Talente überall auf. Sie kaufen Start-ups, um Wettbewerb zu verhindern. Sie investieren Millionen in Lobbyismus, damit Regulierung ihnen am besten gefällt. Sie zahlen aber kaum Steuern und schaden damit direkt und indirekt dem Gemeinwesen. Sie profitieren bewusst von Geschäftsmodellen, die radikalisieren, die uns spalten und die Demokratie schwächen. Sie behandeln uns alle NutzerInnen als Rohstofflieferanten für Daten. Sie brechen Gesetze, lügen in Parlamenten und lachen über Strafzahlungen. Ich sage, langsam reicht's damit. Es ist höchste Zeit zu handeln. Es ist höchste Zeit, das Internet wieder zu dezentralisieren. Die Macht der Monopole zu brechen und sie im Zweifel auch zu zerschlagen und als Regulierer Zähne zu zeigen. Es braucht ein Ende der Ohnmacht von NutzerInnen auf der ganzen Welt. Das Gemeinwohl und die Gemeinwohlorientierung müssen wieder gestärkt werden. Und natürlich sagen wir auch Nein zu staatlicher Kontrolle im Internet, wie wir sie in der Türkei, in China oder Russland erleben. Das Internet Governance Forum als wichtigste globale Debattenplattform zur Zukunft des Internets. Das ist eine Gelegenheit, wo wir mit ParlamentarierInnen, mit der Tech-Community und der Zivilgesellschaft weltweit Antworten suchen können auf wichtige Fragen unserer Zeit. Wie kann man denn den Monopolen beikommen? Wie verhindert man die Schwäche der Demokratie? Wie schaffen wir mehr Nutzen für alle, Teilhabe, Inklusion, auch des globalen Südens? Wie schaffen wir ein wirklich soziales Netz, das nicht von Profitmaximierung lebt? Und wie sichern wir oder erhalten wieder zurück ein offenes, ein freies, ein neutrales Internet für alle, überall auf der Welt? Das Internet ist in einer Krise. Aber mein Motto ist, never waste a crisis. Verschwenden wir die Krise nicht. Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf, eben nicht nur schön zu reden, sondern auch zu handeln. Und dazu gehört, legen wir uns mit den Großen an. Im Übrigen bin ich der Meinung, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen haben nichts im Strafrecht verloren. Paragraph 219 gehört abgeschafft. Vielen Dank, Frau Kollegin Domscheit-Berg. Ich sehe, dass Sie von Ihrer Fraktion auch mit Flüssigkeit versorgt worden sind. Insofern bin ich beruhigt. Als nächster Redner der Kollege Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.